Es sieht so aus, als würden wir gerade erst mitten im Ausbau stecken. Dabei sind wir gerade an den Optimierungen. Und zwar geht es heute um die Optimierung unserer Elektrik. Wir waren ja jetzt schon rund 2 Jahren auf Reisen mit unserem selbst ausgebauten Camper und haben dann gemerkt, ein paar Sachen können wir an der Elektrik sehr gerne doch optimieren. Und da freue ich mich riesig, dass wir da von Wattstunde ein bisschen unterstützt werden. Im Grunde genommen ist uns während unserer vor allem Elternzeitreise aufgefallen, dass wir gerne im Schatten stehen würden. Und da wir die Solarpanels auf dem Dach haben, ja, na, kennt ihr das Problem, klappt irgendwie nicht so ganz, man steht im Schatten, bekommt keinen Strom rein. Deswegen freue ich mich riesig, dass wir unterstützt werden mit einem Faltpanel und einem weiteren MPPT-Regler, den werden wir zusätzlich eben bei uns installieren. Und dann gibt es noch ein anderes Produkt, was ich dann im nächsten Video vorstellen werde. Das heißt, heute geht es erstmal darum, hier die gesamte Elektrik auf Vordermann zu bringen, alles ein bisschen ordentlich zu machen und diese 2 tollen Produkte bei uns zu integrieren. Viel Spaß beim Video. Ja, ein Grund, warum wir uns eben für das zusätzliche Solarmodul entschieden haben, ist ja diese Teilverschattung, die ja ein Problem ist, wenn man auf dem Dach, wie wir, statisch eben diese 2 Solarmodule hat und dann ein bisschen Schatten drauf scheint, dann sind die nämlich schon richtig schlecht in der Performance. Kann man ganz gut hier an dem Beispiel sehen, was ich mal aufgebaut habe. Und zwar seht ihr hier einen kleinen Brunnen. Der funktioniert ganz gut. Und hier oben ist so ein kleines Solarmodul. Und wenn man jetzt allein nur ein bisschen Schatten macht, hört er auf. Und selbst wenn es ein bisschen weniger ist, kannst du sogar immer weniger. Seht ihr? Selbst noch ein bisschen Teilverschattung hier hat schon eine riesen Auswirkung auf die Performance von den Solarmodulen. Und deswegen ist es eben so top, dass wir in Zukunft das große Faltmodul einfach außerhalb komplett in der Sonne stehen haben können. So sieht unsere Elektrikecke aktuell aus. Das sieht nicht so ordentlich aus, das ist nicht alles optimal verdrahtet. Die Grundplatte ist auch nicht optimal gewählt. Das ist halt unser erster Ausbau und vor 2 Jahren haben wir einfach mal so begonnen. Das werde ich jetzt heute oder morgen oder in den nächsten Tagen alles ein bisschen auf Vordermann bringen. Bei unserer ersten Installation hatten wir hier diese Gummiteile genommen, diese Steckdinger, mit denen die ursprüngliche Verkleidung von Citroën auch aus hier befestigt wurde. Je öfter man die aber abmacht, desto leichter gehen die Köpfe hier ab und dann hält es nicht mehr. Deswegen werde ich jetzt hier mit meiner Nietmutternzange einfach M5er Nietmuttern setzen, genau hier in die Löcher, die hier nämlich schon vorhanden sind. Und dann kann man das einfach nachhaltig verschrauben. So, Feierabend für heute. Hier ist gefilzt und ich habe sogar schon die Probeplatte vorbereitet, an der ich alle Bauteile einmal auflegen möchte, um zu gucken, ob die alle ja platzlich irgendwo hingehören, beziehungsweise wo sie hingehören. Und ja, ist mir einfach zu riskant, direkt eine richtige Platte zu kaufen, weil ich es eh beim ersten Mal verkacken würde. Deswegen, ja, die Platte ist vorbereitet. Das heißt, morgen geht es weiter mit der Probelegung der Bauteile, Löcher schneiden und so weiter. Ja, geschafft für heute. Ich habe nun endlich herausgefunden, wie ich die Bauteile hier auf dieser Platte anbringen werde. Und das sieht jetzt nun wie folgt aus. Die beiden MPPT-Regler, ein Schalter für ein Bauteil, was im nächsten Video erst folgt. Die Busbar plus minus, also plus minus, der 12 Volt Verteilerkasten, paar Sicherungen, Hauptschalter. Erkläre später, wenn die fest angeschlossen sind. Und hier noch der Ladebooster, der während der Fahrt das Auto von der Lichtmaschine lädt. Hier folgt dann auch noch ein Teil, welches erst im nächsten Video vorgestellt wird. Und ja, das ist jetzt mein Plan. Hier seht ihr schon die finale Platte, die ich mir jetzt besorgt habe. Das sind, glaube ich, 6 oder 9 mm Multiplex. Ich habe ja diese USB-Platte nur gekauft, damit ich hier alles ein bisschen probieren kann. Und eine Schablone habe, anhand derer ich jetzt diese Platte zuschneiden kann. Löcher habe ich alle gebohrt und jetzt werde ich hier die Kanten
ein bisschen ja entschärfen mit so einem mit so einem Schleifding, damit die Kabel sich hier an den scharfen Rundungen nicht aufscheuern können. Hier sieht man das, hier ist es noch nicht gemacht, hier ist es noch richtig scharfkantig und hier ist es schon abgerundeter. Die Platte ist fertig, schaut jetzt genau so aus, alle Löcher sind gesetzt. Jetzt werde ich damit beginnen, die einzelnen Komponenten aufzuschrauben. Und durch meine Schablone weiß ich ja schon, wo alles hinkommt. Das heißt, ich nehme mir jedes Bauteil, setze es auf und verschraube es. Als nächstes dann unser bestes neues Stück, nämlich der neue MPPT-Regler, den wir jetzt hier gerade integrieren ins Stromkreislauf. In den Stromkreislauf. So. So, ich habe nun endlich die finale Position der einzelnen Bauteile hier gefunden und werde jetzt beginnen, die einfach stumpf zu verkabeln. Den Schaltplan lade ich euch natürlich wieder hoch, könnt ihr unten in der Videobeschreibung finden, aber zeige ich jetzt nicht im Detail, ich fange einfach mal an. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr immer eine gute Crimpzange habt. Ich finde die Hydraulische ist top, gerade bei diesen großen Kabelquerschnitten. So, hier habe ich jetzt schon abisoliert. Das ist hier zum Beispiel das Kabel für die Setzung an der Karosserie, für die Erdung sozusagen. Aufpassen, dass man keine Litze hier beschädigt. Das hält bombenfest. Ich habe nun alle Kabel endgültig vorbereitet. Sie liegen alle hier bereit. Die Platte ist auch soweit fertig. So, es hängt erstmal alles ganz wüst hier rum. Die ganzen Kabel muss ich noch anschließen. Hier hatte ich ja die Nietmuttern gesetzt. Da verschraube ich jetzt die Platte überall mit der Wand. Und dann sage ich euch gleich, wie es weitergeht. Kabel aller 12 Volt Verbraucher, die wir ja noch haben aktuell, habe ich jetzt hier durchgezogen, ordentlich beschriftet und jetzt werde ich hier die Halterung ein bisschen anziehen. Das Loch ist sozusagen jetzt durch den Sicherungskasten verschlossen. So, es muss ja nicht doll sein, das hält und jetzt kann ich jedes einzelne Kabel einfach wieder anschließen. Unsere Batterie haben wir jetzt ja nun hier im Zwischenraum untergebracht und natürlich haben wir auch wieder den Ali-Batteriemonitor hier verbaut. Es ist vollbracht. Ich habe endlich alle Komponenten angebracht und kann euch jetzt mal zeigen, was wir hier eigentlich haben. Hinzugekommen zum alten Stromkreislauf sind eigentlich nur die positive und die negative Verteilerschiene und der MPPT-Regler. Was wir gemacht haben, wir haben einfach alle positiven Kabel, so nenne ich sie mal, die vom MPPT-Regler alt, neu, sowie vom Orion TR Smart, vom Ladebooster, zusammengeführt auf der roten Busbar. Die haben wir natürlich mit der Batterie verbunden, sodass hier zentral alle, ja, ich nenne es mal positiven Kabel eben zusammengeführt werden. Das ist einfacher, als wenn man das irgendwie versucht, an einzelnen Kabeln zu verdrahten und dann eine Verbindung zur Batterie herzustellen. Zwischen dem MPPT-Regler alt und den 12 Volt Verbrauchern haben wir natürlich einen Schalter gesetzt, denn wir haben die ganzen Verbraucher direkt am Load-Ausgang weiterhin von unserem alten MPPT-Regler stehen. An der Verteilerschiene minus haben wir im Endeffekt genau das gleiche gemacht. Wir haben also von beiden MPPT-Reglern sowie vom Ladebooster eine Verbindung hergestellt, das alles hier gesammelt auf dieser Sammelschiene eben und dann eine Verbindung zur Batterie hergestellt. Sieht alles meiner Meinung nach viel besser aus und geordneter. Hier, das ist noch, gehört nicht dazu.
Und ja, jetzt geht es darum, das Ding mal zu testen. Wie ihr seht, es ist bewölkt. Wetter ist nicht optimal, um zu gucken, was das Ding kann. Ich packe es dennoch mal aus und schließe es mal an. Wo werde ich es anschließen? Das habe ich auch schon vorbereitet. Und zwar habe ich vom Laderegler hier ein Kabel gelegt mit diesem Stecker, dieser Steckverbindung. Die habe ich einfach hier, hält richtig gut, mit Kabelbindern befestigt, sodass man das Solarpanel bei Bedarf einfach einstecken kann und auch übers Fenster nach außen führen könnte. Also ich packe es mal aus und schließe es mal an. Das ist ein 140 Watt Modul. Kommt, ich glaube, das Kabel ist 5 Meter lang, damit wird es geliefert. Hat hier hinten so eine Tasche. 140 Watt. Kann man also so optimal tragen. Es besteht aus insgesamt 3 Modulen oder 3 Einheiten. Ich stelle es einfach mal vor dem Auto auf. Hinten hat es die Stellfüße, die man ausklappen. Modul steht bereit. Das ist der Stecker. Das ist eine einfache Steckverbindung. Bevor wir die jetzt herstellen, verbinde ich mich aber einmal mit dem MPPT-Regler, um ihn in Betrieb zu nehmen. Sobald ihr das erste Mal eine Verbindung mit dem Laderegler herstellt, müsst ihr diesen updaten und könnt danach batteriespezifische Einstellungen vornehmen. So, alles ist eingerichtet. Ich habe es auch umbenannt in Smart Solar Faltpanel. Man kann das ja in der App den Namen ändern. Jetzt ist es so, dass die Batterie voll ist. Wir schauen trotzdem mal, was passiert, wenn ich jetzt das Solarpanel einstecke. Aktuell sagt die App Solar auf 0,0 Ampere logischerweise. Jetzt sehen wir, wie die Spannung schon steigt. Aktuell sagt er eben 7 Watt. Ja. Punkt ist, Batterie ist eigentlich voll. Es scheint nicht wirklich die Sonne. Wir brauchen gerade auch keinen Strom. Deswegen kann ich euch jetzt hier an dem Punkt nicht viel mehr zeigen. Ich freue mich mega, dass wir das Teil jetzt hier bei uns integriert haben. Wir haben den riesen Vorteil nun, dass wir uns in schattige Plätze stellen können. Wir können uns bei schlechterem Wetter auch draußen autark hinstellen, weil wir das Faltpanel zur Sonne hin ausrichten können, wenn es mal nur so halb schattig oder halb sonnig ist. Zusätzlich haben wir ja noch die Solarpanels auf dem Dach. Das sind insgesamt jetzt 450 Watt Solar und wir kochen nicht mit Strom. Wir haben keinen Wechselrichter für 230 Volt. Das heißt, damit sollen wir wirklich dicke auskommen. Leider kann ich euch jetzt zur Performance heute bei diesem Wetter aktuell nicht viel sagen. Wenn ihr das aber wissen wollt, wenn euch das interessiert, dann abonniert doch jetzt unseren Kanal. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Wenn bei dem gesamten Video was Nützliches dabei war, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder. Bis dann, euer Paul. So